Da ist sicherlich einmal die Mehrstimmigkeit des Buchs besonders. Ich habe ganz zu Anfang des Projekts Pater Anselm gefragt, ob er mir nicht eine Handvoll Leute nennen kann, die vielleicht auch einen anderen Blick auf ihn haben als das, was man jetzt schon kennt. Da gehören auch Leute wie Konstantin Wecker und Reinhold Beckmann dazu. Und besonders ist diese Biografie, denke ich, weil sie auch für Anselm selbst geschrieben ist. Das heißt, mir ging es darum, im Gespräch herauszufinden, welche Geschichten gehören wirklich zu seinem Leben und sind ihm persönlich sehr wertvoll. Also es führt kein Weg dran vorbei. Du musst sehr, sehr viel lesen. Das habe ich auch getan. Aber ich habe ihn auch gebeten, kannst du mir bitte deine 10 wichtigsten Bücher sagen, wirklich die dir am meisten am Herzen liegen. Und die Leseliste, die er mir aufgegeben hat, um mir einen Überblick zu verschaffen, was ihm wichtig ist beim Schreiben, die ist auch ganz hinten im Buch drin. Da ist sicherlich die Neugierde, herauszufinden, wer eigentlich dieser Mensch ist, der hinter diesen Büchern steckt. Neugierde auch, weil ich ein komplett anderes Leben führe wie er. Ich komme zwar auch aus einer katholischen Familie, bin sehr geprägt von meinem Glauben, aber ich habe 4 Kinder, Frau, ein Familienhaus, kleines Unternehmen. Bin irgendwie ganz weit weg von dieser Welt, in der ich durch diese Biografie auch eintauchen konnte. Und zuerst war das vielleicht die Motivation und nachher der große Reiz auch beim Schreiben. Der schönste Moment fand im Vier-Türme-Verlag statt. Wir saßen zusammen, haben ein Interview geführt und dann kam ein Fotograf rein und hat ein Foto von Pater Anselm gebraucht und hat gesagt, es wäre gut, wenn er was schreiben würde, handschriftlich. Und dann hat er seinen Füller gezückt und hat halt dann gefragt, so was soll ich denn schreiben? Und dann habe ich mich spontan eingemischt und habe gesagt, ich fände es super, wenn du mir vielleicht ein kleines Segensgebet schreiben würdest. Und das hat er gemacht und es liegt heute in meinem Schreibtisch. Ein unveröffentlichtes Manuskript von Anselm Grün sozusagen. Und ich freue mich jeden Tag dran. Immer wenn ich die Schreibtischschublade aufmache, sehe ich das Briefchen und habe eine wunderschöne Erinnerung an das Verfassen der Biografie.